So, Freunde, und damit erstmal ganz in aller Ruhe hart zu viel. Ich willkommen zu einem klitzekleinen neuen Projekt auf meinem Kanal, Freunde. Wir spielen heute die Demo-Version von Safe Koch, die für den einen oder anderen leider noch in Englisch ist. Das Spiel wird aber dann zum Release auch auf Deutsch sein. Also Englisch und Russisch, aber da ich leider beim Sturz in einen Wattecontainer mein russisches Sprachgedächtnis verloren habe, müssen wir es dann wohl auf Englisch spielen, Freunde. Aber das macht ja keinen großen Hehl, glaube ich. Ich versuche das so on the fly so ein bisschen immer mit zu übersetzen, aber ihr wisst, mein Englisch ist jetzt auch nur, sage ich mal, 96%. Deswegen, ja, ne? Nicht wieder gleich rummeckern, wenn ich mal das ein oder andere Wort falsch interpretiere oder falsch ausspreche. Ist kein Drama, wir kriegen das auch so hin. Safe Koch, Freunde, ist eigentlich ein ganz witziges Spiel, ja? Wir sind der Mafia-Boss, der, wie heißt er, Jeffrey Koch, ja? Und, unser Reich in New Kedinsky wird ins Chaos gestürzt, laut der Steam-Beschreibung, ja? Und zwar seht ihr hier, das ist eine Demo, ja, und wir werden Koch nicht retten können, gerade in der Demo nicht, ja, er wird sterben und wir können da nichts gegen tun. So, aber was wir tun können, ja, ist, wir sehen die ersten zwei Tage seines kurzen Lebens, so, oder zumindest vom kurzen Rest seines Lebens, ja, und immer wenn wir das Spiel starten, werden die KI-Karten quasi neu gemischt, das heißt, es gibt immer in unserer Organisation einen anderen Maulwurf und es ist immer ein anderes Genie und, also man kann es dann halt auch öfters versuchen, man sollte es öfters versuchen, das ist der Sinn des Spiels, ja. Wir werden Koch nicht immer retten können und dadurch, dass es halt so ein bisschen roguelike ist, dass wir halt immer wieder neu anfangen, ne, ändert sich zwar jedes Mal das Dings, aber es ändert sich dadurch auch jedes Mal die Strategie des Spiels und das finde ich einen ganz interessanten Ansatz, ja. Das ist eine Demo, die ich bekommen habe, die können wir jetzt ein bisschen daddeln und es soll auf jeden Fall noch Release, ist Quartal 1, das heißt, es kann eigentlich so lange nicht mehr dauern. Bis dann die Vollversion kommt und ja, wenn euch die Demo gefällt und wir da Bock drauf haben, dann können wir gerne auch die Vollversion mal daddeln. So, jetzt aber, ihr wisst ja hier, es wird nichts Böses und wenn ihr irgendwas seht, was euch nicht gefällt oder was euch sehr gut gefällt, schreibt die Leute an, hier Wooden Monkeys, die freuen sich über Nachrichten. So, wir starten erstmal. Ihr habt's gesehen, wir wurden von unserem Team befreit, wir brauchen keine Settings, wir brauchen nur ein neues Game. Und dann sind wir in unserem Luftschutzbunker. So, da sind wir. Boah, geil. Guck mal, wir haben Haie. Ich mag den Artstyle auch super gern, ne? So, Telefon. Kann ich hier schon irgendwas klicken? Es ist 22.09 Uhr, 22.10 Uhr. Okay, ich gehe mal lieber ans Telefon, bevor die Zeit abläuft. So, Burmy macht die Wetworks. Ihr wisst, was Wetworks sind, ne? Die erledigen die Leute für einen. So, hey Jeff, Alter, was geht ab? Waren meine Jungs zu hart zu dir? So, hey, was geht dir vor, Alter? Ja, die Leute wollen dich tot sehen. Und, wir haben 7 Tage Zeit, ne? Also, angefangen heute Morgen. Toll. Warum 7, Alter? Ist das hier so Ring? Es ist fast Mitternacht. Warum habt ihr so lange gebraucht? Keine Ahnung, ey. Ist das hier so Ring, ey? Wieso 7 Tage? Hab ich das falsche Video geguckt? The Ring, Alter, was? Ist das einer dieser dämlichen Filme, die du magst, Alter? Okay. Diese alten Filme, oder? warum guckst du nicht irgendwas anderes, Alter? das ist real hier, glaub mir, Alter. Okay, eine Idee, wer dahinter steckt, oder okay, wir reden morgen, auflegen. Nee, wir fragen erst mal noch. Hast du eine Idee, wer dahinter steckt? Armada, Stratocast, Mold, oder der Major, Alter, pff. Okay, okay. Ja, alles dieselben Fratzen. Ja, ja. Okay, kacke. Das ist nicht geil. Okay, du solltest ein bisschen schlafen. Es wird eine lange Woche. Und du wirst morgen mit vielen Leuten telefonieren müssen. Ja. Okay. Later. Ah, erstmal einen guten. Okay, wir haben 6 days left. Es ist 9 Uhr. Und das Telefon klingelt. Kann ich hier noch irgendwas anderes drücken? Oh. Okay, Jeff, ich habe vergessen, dir was zu sagen. Ja, auf dem Tablet, siehst du unsere besten Leute so. Okay, kannst maximal 3 von ihnen mobilisieren.
Okay. Also wir wollen nicht, dass der Gegner irgendwie einen Vorteil kriegt, so. Ruf Fungus an. Okay, sie hat irgendwie... Okay. Gotcha. Alles klar, wir rufen Fungus an. Wie kann ich denn Fungus anrufen? Mindy Burmy H. Fungus. Zum Hacken. Okay, H. Fungus, Hack es. Fungus, her. Warte, was denkst du über unsere Situation? Hier stimmt irgendwas nicht mit dem Sherlock Board. Okay, kannst du mir helfen, den Maulwurf zu identifizieren? Vielleicht ist sie der Maulwurf, ich weiß es nicht. Yes. Okay, wie lange brauchst du dafür? 24 Stunden. Ruf dich wieder an. Okay. Alles klar. Schon wieder Telefon. Wer ist da? Lizzo ist da. Jeffrey! Jeffrey, Jeffrey, Jeffrey! Jeff, Jeff, Jeff! Okay. Du hast eine gute Woche, oder? Okay, was weißt du? Ja, wir müssen herausfinden, was sie weiß. Vielleicht weiß sie irgendwas. Ich weiß, dass du nächste Woche tot bist. So, ich würde gerne helfen, okay? Okay. Die Leute reagieren auf Chaos. Und da ist, werden nicht darauf reagieren. Und da ist, Chaos. I'd like to run an interview. Ich möchte ein Interview mit dir führen. Are you in? What for? I don't trust you. Okay, was sind denn deine Fragen? Aber die Zeit läuft weiter. Es ist schon gleich 12 Uhr, ey. Fragen? Okay, so war es nicht gemeint. Okay, ich mach das einfach so und dann bringe ich's on. So, ne? Ah, komm. Wir müssen ja irgendwie... Vielleicht kann sie irgendwas rauskriegen oder so, ne? Okay. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Soll ich dir jetzt helfen? Naja, du bist Fernsehchef, so ich kann dich eh nicht aufhalten. I'll kill you, Lizzo. Ich werde dich umbringen, ey. Okay, willst du, dass Mindy eine Weise wird? Okay, wir müssen die Balance aufrechterhalten. Hier, im Kreuzfeuer werden Leute umgebracht. Unschuldige Leute, Alter. Wir können hier nicht einfach einen Krieg vom Zaun brechen, Lizzo. Okay, ich muss meinen Fernseher um 5 checken. See you. Okay. See you too. Ich weiß nicht, kann ich Lizzo trauen? Schon wieder Telefon. Ich würde gerne mal ans Tablet gehen. Vicky, was geht ab, ey? Okay, Boss, es tut mir sehr leid. Was tut dir leid, ey? Was ist da los? Ich bin zu schwach, um dir zu helfen. Oder zu schlecht, ey. Ich will stärker werden. Aber ich brauche deine Hilfe. Wie kann ich dir denn helfen? Ich versuche das Beste aus meiner Situation zu machen. Um der Beste zu sein, muss ich den Besten erledigen. Ja, nicht gleich umbringen, aber grün und blau prügeln wäre schon okay. Okay, wen hast du da ja genau im Blick? Mit wem kann ich dir da helfen? Ich habe mit Omni gesprochen, Ich würde gerne ein Match organisieren. Vicky Vanderly gegen Ruin Red. Okay. The Spermies best hand-to-hand fighters. Er ist ein Soldat, Alter. Du hast keine Chance. Oh, Mann. Okay, mach das. Mach das. Was ist das? Clownst? Aber auf jeden Fall, ne? Schade, dass ich mir nicht mit ansehen darf, ey. Breaking News. Okay, da ist eine Verfolgungsjagd entstanden irgendwie. Hast du das Board gecheckt? Noch nicht. Check it. Wenn es nicht geht, Fungus. Ja, ich habe Fungus angerufen. Aber es rufen ja ständig Leute an.
so, der Director, Alter. Okay, was? Okay. Ich frag mich nur, ob du einen Plan hast. Weißt du, wie es jetzt weitergehen soll? Ja, habe ich. Ich weiß schon, wie es läuft. Ich bin immerhin, Koch. Ja? Jeffrey Koch, mein Freund. Okay. Take care. Pass auf dich auf. Wenn ich irgendwas brauche, rufe ich dich an. So. Reports. Brothel Strike Art Exhibition. Okay, Detective. Also ich kann eh jetzt nur die drei einstellen, oder was? Okay, confirm. Was passiert hier? New clue, Accutant missing, okay. Great start, ja toll! Könnte eine Falle sein, okay. Hipster gucken sich alte Filme an. Was muss ich denn jetzt hier genau machen? Okay. If Melinda is a mole, someone must be... Okay. Er ist ein Dieb. Muss ich jetzt nicht. Medizin. Okay. Achso, da könnte ich jetzt jemanden foltern lassen, oder was? Okay. Ich sende da meinen Detective hin. The drones have stopped, okay. Ja, die macht ja Wetworks, da brauche ich ja jetzt nichts machen eigentlich. Hier könnte ich Wetworks machen, oder? Some cupboards in little... Okay. Verschwinden eh mal ein paar Leute. Da schicke ich mal meinen Wetworker dahin. Den Red Fight ruinieren. Dann schicke ich da mal den Doktor hin. Okay, er ist ein Dieb. Wozu ist es gut? Okay, dann schicke ich da mal meinen Pferdedieb hin. Okay. Ja, die Drohnen arbeiten wieder. Ach so, ja, okay. Ein paar Sexworker sind verschwunden. Jetzt bin ich natürlich nicht pünktlich ans Telefon gegangen. 17 Uhr. Oh, ich habe 17 Uhr nicht Fernsehen geschaut. Ah, doch, da, okay. Too many Kochs. Wie, was? Owner of the Metzgerei Company. Hallo, ja, wir haben ein Problem. Mal gucken, Alter, die News-Tante. Ja, wir machen uns Sorgen um die Leute. Ja, ich bin natürlich ein Mann des Volkes. Ich unterstütze. Na toll, kann ich mir... Ah, zwischendurch mal ein Gläschen trinken. Gibt's noch irgendwen, den ich anrufen könnte? Sweetheart, Fungus, Litzo, Vicky. Ich rufe mal bei Litzo an. Noch am Leben? Ah, leck mich doch. Dumme Kuh. Wie sie schon guckt. Voll überheblich. Okay, wir haben hier die Police. Was hat eine Crime Scene? Da können wir jetzt nichts machen. Okay. Der Dog ist gleich fertig hier. Schicken kann ich eh keinen mehr. Okay. Telefon, geh mal kurz ran. Vicky, was geht da ab? Was? Also, was soll ich machen? Ich hab doch den Dog geschickt, oder nicht? Okay, er hat
Er hat versagt. Ein bisschen Copbots. Okay, sie hat auch versagt. Da hätte ich... Okay, So, one of the likely winners of the Love Astray Trial won't debt expired in our own apartment. Was ist mit meinem Detective? Ist der noch nicht, der ist noch nicht fertig. Ach so, da hätte ich den Wet Worker, den, ah, jetzt, okay. Da wurde jemand tot aufgefunden, hier müsste ich den Detektiv, beziehungsweise, warte mal. Cats on a Plane. Oh, okay, okay, ich verstehe. Ich habe das alles so ein bisschen falsch verstanden. Die Katzen haben den Planeten verlassen. Ja. Okay, okay. Einfach nur eine gute Outcome, New Clue. Aber jetzt nicht so das Beste. Boris Apartments wurde nichts gefunden. Okay. Could you bail them out? Die Rats in Jail. Da kümmert sich mein Wet Worker am besten drum. Okay, Oh, fuck! Okay, Leute, das ist mein erster Durchgang, ne? Deswegen schimpft nicht mit mir. Schimpft nicht mit mir, das ist mein erster Durchgang. Und es ist leider nur die Demo-Version. Ich hoffe, das Spiel wird bald rauskommen, weil ich finde das ziemlich geil. Vom Spielprinzip her gefällt mir das sehr, sehr gut. Also ich würde euch das auf jeden Fall empfehlen, mal auszuchecken. Okay. Okay, was wird mit denen passieren? Ja gut, wir müssen ja irgendwie die Rats ratten, müssen wir, ne? Es geht ja nicht klar, Alter. Okay. Good to know, no mistakes. Wir können uns Fehler einfach nicht erlauben. So, Rats in Jail, kein Clue, oder? Irgendwer hat auf jeden Fall... Irgendwer lügt. You're right. Okay, was ist hier oben? Ich schick da mal meinen Wet Worker hin. Wenn die Drohnen nicht mehr arbeiten, ne? Stratocast is filming something. Okay. Was schicke ich denn da am besten hin jetzt? Meinen Detective oder meinen Dieb? Okay, wir können noch kurz überlegen. Okay, einer unserer Shops wurde abgefackelt. Schicke ich da mal meinen Detective hin? Telefon! Oh, ich war nicht schnell genug. Okay, was ist hier passiert? Ja, aber wen, soll ich ihm den Detective schicken? Den Dieb? Das bringt ja auch nichts. Geh mal ran, der Director. Jeffrey, ich bin's wieder. Okay, geht's gut? Sollst du mir damit irgendwas sagen? Ja, was? No, I'm not. Okay, tell it to Scooter. Sag Scooter Bescheid. Okay, was geht da ab? Okay, was machst du hier hinter der Grenze?
Na, du hast dich irgendwie merkwürdig verhalten, ne? Sorry, ja, da bin ich. Ich werde emotional, wenn ich Filme gesehen habe. Wie, was für Filme? Filme sind gut. Ich stehe auf Filme. The Girl with All the Gifts. Have you seen it? Nee. Will die mich aufhalten jetzt nur, oder was? Ja, okay. Kinder irgendwie 21. Jahrhundert, Das hört sich schrecklich an. Klingt nicht wie ein guter Film. Wäre natürlich auch ein geiles Game für so einen Whisky- und Zigarre-Livestream, ne? Klapp, 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 klapp. Was ist mit dem... Was macht das Pferd für Geräusche? Klar, warum nicht? Was passiert hier? Da Rampages. So, our clip club wants to see the Major's family jewels. Clip club. Okay, clip club geht da mal ein bisschen die Familienjuwelen. Okay. Massive sinkhole. Es geht hier ab. Another like winner of the Love Asteroid Tryouts was found dead. Check out the crime scene. Ja, da brauche ich ja meinen Doktor nicht hinschicken. Oxford did try to take you down 2 years ago. Ja, da schicke ich auf jeden Fall Scooter hin. Da schicke ich auf jeden Fall Scooter hin. The fuel user shop was a do-it-yourself job. Ja, lass uns die Leute ein paar Fragen stellen, okay. Dann sende ich mal da meinen Detective hin. Was gibt's hier? Okay. Dann da zur Protection. Okay, da haben sie ja. Keiner weiß, warum die Drohnen angehalten haben. So, Arson, new clue. Butcher ist tot. Okay. Toll, ja, das wusste ich doch. Okay, okay, das habe ich. Das wusste ich. Das wusste ich. Ja gut, jetzt ist in meinem Team gerade eh keiner frei. So, wir haben wieder irgendwie Breaking News. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Was ist das? Ist immer noch too many Kochs. Okay. Okay, aus der Metzgerei hat wieder jemand, ist jemand in Flammen aufgegangen. Vielleicht können wir irgendwen anrufen. Aber Clip-Clop bringt ja alles nichts. Melinda, Scooter, den Director, warum auch? Was ist denn mit Fungus eigentlich? Fungus! It's mold, ja. Yeah. Oh Mann, ey, da komme ich nicht raus, Alter. Es ist ein Alien. Okay. Fungus, ruf einfach an, wenn was ist, ne? Wenn es irgendwas gibt. Okay, auf dem Board. Taurus. Okay, wir haben die Juwelen. Clip-Clop ist happy und der Major ist angepisst. Okay. Geil. Major. So, we need to replace the butcher if we want to continue serving food. People won't take it well. Maybe it's time to choose a lazy drunk. Ich habe keinen lazy drunk hier. Das ist im Moment mein Team.
Okay, wir haben... Oh Gott. Da haben wir nichts rausgefunden. Der Laden ist geschlossen. Laden ist geschlossen. Die Polizei hat sich die Crime Scene angeguckt. Okay, was können wir hier machen? Albertinos Underground Prison is in Chaos, okay? Okay. Was haben wir denn hier? There's some dude standing in the middle of the street creeping people out, okay? Wir sollten ihn kidnappen. Wer kidnappt denn? Mein Wet Worker? Aber die legt Leute um. Ich bin mir nicht sicher. Okay, ich schick da mal meinen Detective runter. Irgendwas tickt hier schon wieder. Okay. Ja toll, follow him. Da nehme ich meinen Detective. Mein Pferd ist ein Dieb. Warum habe ich denn da jetzt meinen Dieb hingeschickt? Ah, ich dachte, das Pferd ist der Detektiv immer. Ich bin manchmal ein bisschen verwirrt. Keine Ahnung, ich schicke da mal meinen Wet Worker hin. Okay, irgendwer hat versucht, den Major umzubringen. Irgendein Separatist wahrscheinlich. Gut, da habe ich aber jetzt keinen für. Job well done. Okay. New clue. Also war die zum Protecten ganz gut, oder? Okay, Scooter sendet seinen Report. Stinkhole. Okay, wir wissen nicht, was passiert ist. Okay, cool. The Milkman? Don't seem to look at this. They're just drinking and having fun. Okay. Der Milchmann war es nicht. Okay, das Spiel wird für mich noch mal ein bisschen einfacher, wenn es dann auf Deutsch kommt, ja? Ja, aber hier den Pub-Crawl habe ich doch jetzt schon gemacht. Wieso ist der noch offen? Keine Ahnung, schicke ich mal einen Detective? Na, da habe ich gerade keine... Ja, keine Ahnung, ey. Da kann ich doch nichts schicken. Was ist denn los, Alter? Ich habe kein Personal. Mir fehlt noch Personal irgendwie. Omni, die Drag Queen, Alter. I've got drugs in my house. In my house, Jeffrey. Okay, und wie sind sie reingekommen, ey? Bribes, Jeffrey. Have you forgotten how the city works? Okay, what do you want me to do? Ja, wir checken das, wir checken das. Ich schick dir meinen Wet Worker vorbei. It's Water Massacre. Okay. Ja, ich würde sagen, das ist es dann gewesen, Freunde. Ja, Freunde,
Und das war erstmal die Demo-Version von Safe Koch. Ja, wenn ihr Bock habt auf mehr Investigation und dann demnächst auch auf Deutsch, dann je nachdem, ne, lasst es mich auf jeden Fall wissen. Ist auf jeden Fall ein cooles, interessantes Spiel. Ja, man muss halt, ne, unter den ganzen Leuten dann rausfinden, wer ist der Maulwurf. Man muss ihn finden, weil sonst wird man am Ende sterben. Und man wird das Spiel in mehreren Durchgängen spielen. Und es kommen auch noch so ein paar klitzekleine Finky-Funky-Funktionen dazu. Also ich bin auf jeden Fall ziemlich gehypt, ja. Guckt einfach unten in der Beschreibung, ist ein Link. Der führt euch auf die Steam-Page. Da könnt ihr es dann wishlisten oder gucken und auf dem Laufenden halten, wann es denn dann rauskommt, Freunde. Ich bedanke mich an dieser Stelle wie immer recht herzlich fürs Zusehen. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen, erfolgreichen und bunkerfreien Tag. Wir sehen uns, wenn ihr Lust habt, in der nächsten Episode von Safe Koch auf jeden Fall wieder. Bis dann, reingehauen und ciao!